Ismael war weder erregt noch ängstlich. Ruhig und bescheiden sagte er: Vater, tue, was immer unser Herr dir befiehlt. Ich hoffe, dir ein geduldiger Sohn zu sein. Ibrahim schaute seinen Sohn mit Tränen in den Augen an. Er liebte ihn sehr, denn sein Sohn war sehr fromm und der Befehl war nicht leicht. Dann verband er Ismael die Augen und fesselte ihn, packte sein Messer und erhob es. In diesem Augenblick aber erklang eine laute Stimme: O Ibrahim, du hast bewiesen, dass du ein gottesfürchtiger Mensch bist. Halte ein und lass ab von deinem Sohn. Da erblickte Ibrahim neben sich einen Engel, der einen großen Witter bei sich hatte. Diesen Witter sollst du anstelle Ismaels opfern, Ibrahim, denn Allah will, dass dein Sohn lebt. Du hast die Prüfung bestanden. Ibrahim freute sich sehr und nahm sofort die Binde von den Augen seines Sohnes ab und löste die Fesseln. Er fing den Witter ein und opferte diesen, so wie Allah es befohlen hatte. Danach verrichtete Ibrahim Dankesgebete. Von diesem Tag an gedenken die gläubigen Menschen der Rettung Ismaels und opfern aus Dankbarkeit und Gottesfurcht einmal im Jahr ein Tier. Das Fest, welches sie an diesem Tag feiern, heißt Eid ul-Adha oder Opferfest. Aus Dankbarkeit errichtete Ibrahim und sein Sohn Ismael an der Stelle, wo die bereits zerfallene Kaaba stand, eine neue, damit die Menschen dort den einen Gott anbeten sollten. Sie wandten sich dabei zu Allah mit folgenden Worten: O Allah, schenke uns eine gottergebene Nachkommenschaft. Danach rief Ibrahim die Menschen auf, dieses Gotteshaus regelmäßig zu besuchen. Die Menschen kamen zu Tausenden aus aller Herren Länder und vollzogen ihre Pilgerfahrt bei der Kaaba. Die Stadt Mekka dehnte sich aus und wurde zu einem bedeutenden Handelszentrum auf der ganzen arabischen Halbinsel. Ein paar Jahrhunderte später sollte in der gleichen Stadt ein Nachkomme Ismaels geboren werden, der als letzter Prophet zu den Menschen sprechen sollte, nämlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kommen wir nun zu den Fragen zur Geschichte von Ibrahim und Ismael. Erstens, was will Allah uns mit dieser Geschichte sagen? Zweitens, wofür bist du, Allah, dankbar? Drittens, wer hat deine Eltern und dich erschaffen? Viertens, wie heißt die Quelle, die Ismael entdeckt hat? Fünftens, wer hat die Kaaba gebaut? Sechstens, warum sollte Ibrahim seinen Sohn für Allah opfern? Siebtens, hatte Ismael Angst vor dem Tod? Achtens, wie hat Allah verhindert, dass Ibrahim seinen Sohn opferte? Und die letzte Frage, wie brachte Ibrahim seine Dankbarkeit zum Ausdruck?